Hey ihr Lieben, wie geht's euch? Wie war deine Woche mit dem Vollmond und den hohen Frequenzen der beiden Portaltage? Es ist einfach jetzt eine Zeit, in der du dich immer wieder entscheiden kannst. Für dich entscheiden kannst. Ganz aktiv für dich und für dein Leben. Und dieses bedeutet oft, dass du aussteigst aus den Mustern. Denn wie das Wort Muster schon sagt, ist all dieses schon gelebt worden. Und im Moment sind wir in der Wandelzeit. Das bedeutet, wir bereiten uns auf eine ganz neue Zeit vor. Auf eine Zeit, in der wir statt dem Spiel des Lebens, welches wir bisher tausende von Jahren gespielt haben, dieses Spiel des Lebens der Zerstörung, aus dieser Zeit gehen wir jetzt in ein neues Spiel des Lebens. Und dieses Spiel des Lebens heißt Frieden. Das heißt, ich bringe mich ganz auf diese Erde. Ich verbinde mich mit meinem Ganzsein und bin Mensch. Ohne Hintertürchen. Weil ich dazu Lust habe. Weil ich jetzt einfach ein neues Spiel spielen will. Und für dieses neue Spiel, für diese neue Zeit, haben wir uns alle entschieden als Menschheit. Das ist keine Einzelentscheidung, es ist einfach die Entscheidung von uns allen gewesen. Wir könnten sagen, vom gesamten Universum. Und das ist also das, worauf wir hinsteuern. Und so ist es immer wieder gut, wenn du ganz bewusst in dir erkennst, wohin richtest du dich aus? Wie lebst du? Und was sind deine Muster? Und sind es wirklich deine Muster? Ich meine, machen die dir das Leben leicht? Nähren sie dich? Oder ist es eher so, dass du das Gefühl hast, du musst es so machen? Dann steig da aus. Niemand außer dir selbst kann sagen, was du tun musst. Werde dir dieses Müssen bewusst und dort, wo es vielleicht gar kein Muss ist, sondern ein Ich will, dort ersetzt du es einfach. Denn wenn du mal jetzt abprüfst, wenn dein System dieses Wort Muss hört, dann zieht sich gleich alles zusammen. Es ist fast ein bisschen wie im Panik-Mode. Da kommt so viel Druck. Und wenn du dieses Wort Muss ersetzt in Ich will oder ich darf, dann macht dein System ganz auf, dann wird es ganz weit. Also schau doch mal, wo musstest du diese Woche? Und war das wirklich ein Muss oder war es ein Ich will? Oder war es sogar ein Ich darf? Und dann bring es doch einfach in die rechte Ordnung. Denn es geht darum, dass du in dieser Zeit, in der es so ein bisschen laut ist, dich selbst nährst, dir selbst Kraft gibst, dich gut verwurzelst in deinem Sein und immer wieder dich daran erinnerst, es ist dein Leben und du machst dein Leben. Indem du aus dem Widerstand rausgehst, kommt in dir Frieden und aus diesem Frieden kannst du unendlich viele Impulse empfangen und den Impulsen auch folgen. Ich tauche jetzt mal ein ins göttliche Feld der Wunder fürs Wochenende. Hochgeliebte Seelen, es ist uns eine große Freude zu sprechen für dich, zu dir, durch dich, geliebte Seele, denn möchten wir dich immer wieder daran erinnern. Dieses, was du in uns siehst, nun, es bist ja auch du. Du, geliebte Seele, bist ein Kristall in diesem großen, kristallinen Netz, in welchem auch wir uns bewegen. Der Unterschied ist, dass wir keine Form annehmen, nicht inkarniert sind
um dich so aus einer anderen Ebene zu unterstützen. Nun ist es also so, dass ihr euch auf den Weg macht in eine ganz neue Zeit. In eine neue Zeit, in ein neues Spiel. Niemand kennt dieses neue Spiel, auch wir nicht, denn es wird ja durch dich gemacht. Wir möchten dich immer wieder an dieser Stelle daran erinnern, geliebte Seele. Dein Wunsch, er ist unser Befehl. Auch wir sind in diesem Moment dabei, von dir zu lernen, immer wieder zu verstehen, welches die Geschichte hinter deiner Geschichte ist. Und so blicke auch du, geliebte Seele, immer wieder in die Geschichte hinter der Geschichte. Ihr habt viele Jahrtausende in diesem Spiel des Lebens der Zerstörung verbracht und dieses habt ihr wunderbarhaftig getan. Nun geht es darum, geliebte Seele, anzuerkennen, was es ist, dich selbst in deiner Kreativität anzuerkennen und damit dich wieder ganz zu verbinden mit deiner Kreativität. Denn diese Kreativität oder Impulsaufnahme, diese brauchst du, um die neue Zeit ins Leben zu bringen. Du bist hier, geliebte Seele, ganz bewusst, ganz bestellt von dir, weil du diese neue Zeit mitgestalten willst. Also gestalte. Was wünschst du dir? Wie willst du es haben? Und ist es wirklich dieses, was du dir wünschst, oder gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte? Ihr habt so viele Verschränkungen in den Jahrtausenden der Zerstörung initiiert und die dürft ihr nun auch wieder auflösen. Nicht, weil sie schlecht waren, doch weil sie zu dem Spiele der Zerstörung gehörten und ihr nun in ein neues Spiel geht, das Spiel der Leichtigkeit, der Lichtigkeit, der Liebe, welche bedingungslos in dir fließet, denn dieses bist du, die Liebe, geliebte Seele. Und so richte dich aus auf die Liebe zu dir selbst. Du bist richtig, du bist wunderbar, du bist voller Wunder, so erlaube dir, in dieses neue Spiel einzutreten und sieh, wie kreativ du im Erfinden der Spiele bist. Blicke in die Geschichte hinter der Geschichte. Das bedeutet, bleibe nicht stecken. Dort, wo der Kopf eine gute Idee hat, dort, wo der Kopf ein wenig dich aus deiner Ruhe holen möchte, bleibe da nicht stecken. Geh weiter. Tauche ein in dein Herz und wisse, wer du bist. Erfahre an jedem Tag aufs Neue, wer du bist. Göttlich bist du und Schöpfer. So erschaffe diese neue Erde. Wir sind dafür da, dich zu unterstützen, dich zu begleiten, mit dir zu sein. Und wir danken dir dafür. Wir lieben dich so sehr. Es ist noch ein wenig laut hier. Doch wisse, dort, wo es laut ist, ist es laut, weil es noch einmal ein wenig nach oben pusht, bevor es sich verabschiedet. Bleibe bei dir im Frieden. Mache den Frieden in dir und lebe dich, liebe dich und lache mit dir und mit denen, die du liebst. Hab Dank, geliebte Seele, für dein Sein. Wir lieben dich so sehr. Amen. Amen. Namaste. Ihr Lieben, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und es sind noch 2 Wochen, dann fängt die neue Meisterschule an. Vielleicht möchtest du dabei sein, vielleicht hast du Lust, einfach wieder selbst in deine Verwurzelung zu kommen, wieder ganz hier zu sein, in dein Ganzsein und vielleicht willst du ganz heilen in der Tiefe. Die Meisterschule ist fantastisch und sie ist so voller Leben und so voller Freude.
Und ich freue mich, wenn ich dich in der Meisterschule begrüßen darf. Also melde dich an, sei dabei. Es ist das Richtige und jetzt ist die absolut richtige Zeit, denn je schneller du bei dir angekommen bist, umso mehr kannst du in deiner Ruhe sein und aus dieser Ruhe erschaffst du dein Leben, genauso wie du es dir wünschst. Ich freue mich auf dich und ich liebe dich und wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Genieß dich. Danke für dein Sein. Danke.